ein Ölkraftwerk, so wie ich, das bringt extrem. Ich hab mein Öl nur an einer Stelle und da ist es schon komplett ausgebaut. Na, das ist schlecht. Aber auch nur wegen dem. Handels. Nein! Nein! Mir fehlen noch 400 und in 40 Sekunden ist der Tag vorbei. 400 Liter fehlen mir nur noch, dann habe ich 1600. Nicht mal 400 und das schaffe ich nicht mehr. Reiß irgendwas ab. 30 Sekunden. Ja, wenn ich abreiß, was bringt es mir? Nun, dann kannst du mehr bauen. Ja, ich habe schon komplett ausgebaut. Und bis dann wieder eingestellt wurde. Geil, wir haben ja schon einen Helikopter. Wieder bei 0. Nice. Steuern für obere Einkommensschicht zu hoch. Yes. Was? Boah, das ist immer viel zu kurz, ey. So schnell kann ich gar nicht reagieren und das dann noch lesen. Achso. Bildungsproblem. Und schieß mal los, wo ist das Problem? So, die Kinder bei mir in der Stadt gehen bloß in die Grundschule. Bei mir auch. Klassenzimmer voll, willst du mich verarschen? Ich glaube, ich brauche jetzt den Maxis Man, echt. Ja, ich brauche jetzt den Maxis Man. Ja, den baller ich jetzt auch kurz hin. Verletzte retten, gleich mal auf Patrouille schicken. Und den Wutturm werde ich vielleicht nicht aufbauen. Höchstwahrscheinlich nicht aufbauen, sagen wir es mal so. Weil darauf habe ich echt keinen zack, Bock. Zack, 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 zack. Was? Das gefällt allen. Was? Maxman? Mhm. Ja. Wutturm, wenn du Wutturm aufstellst, dann gefällt es allen Industrieleuten, aber den Dingern geht's nicht mehr. Jetzt ist bei mir das mit dem Müll. Leeren Sie vor Ablauf der Zeit 250 Mülltonnen. Wo ist meine Mülldeponie? Was war hier bei Bildung jetzt? Ja, dann senke ich sie halt wieder, mein Gott. Zu hoch oder was? Ja, also du darfst nicht höher als 11 gehen. Doch. Rathaus ab. Ich bin bei klein, also bei den unteren Einkommensschichten bei 10, mittlere 11 und hohe 12. Und bei mir gibt es kein einziges Problem. Ja, okay. Boah, Alter, muss ich mich ja, okay, vielleicht von der Industriegebiet. Oder sogar zu niedrige Grundstückspreise. Was soll ich jetzt bauen, hast du gesagt? Bei mir, warte ganz kurz, bei mir lieben die Leute, weil zu niedrige Grundstückspreise. Hä? Lol. Ja. Was hast du jetzt gesagt? Zu niedrig. Wegen? Ja, ich hab doch jetzt bei meinem Rathaus-Upgrade irgendwas bauen sollen. Ach so, ja, wegen Schule. Bildung. Bildungsabteilung einfach. Sicher. Ja. Okay, steht. Jetzt mache ich hier in der Mitte. Wenn du Bock hast, komm mal bei mir auf die Stadt. Ja, mache ich jetzt auch ganz kurz. Ich pause hier nämlich mein Game jetzt mal ganz kurz. Und besuch mal kurz den Fuhrt. Und wenn es laggt, dann. Aber das glaube ich nicht. Lass dann fällt euch. 60 FPS. 20, 17, 9, 8, 7, 6, 13. Ah, jetzt geht's wieder. Und
jetzt siehst du in der Mitte ist doch so ein Viereck sozusagen. Ja, so ein Rechteck. Da ist alles komplett hoch. Oh scheiße, ich bin bei minus 1699 die Stunde. Scheiße, meine Parks sind 4098, ich hab vorhin nicht drauf geachtet. Du hast aber auch übel viele Leute. Nicht Nein. genügend Abnehmer, guck, hast du auch. Ja. Aber bei mir, ich habe gerade ein Problem, dass ich Minus mache wegen meinen Parks. Du hast 11.000 Leute. Wo? Du hast gerade mal 11.000 Bewohner. Nee, 6.000. Bei mir geht's gerade zurück, weil ich, aber ich habe übelst gerade Minus. Ich habe zu viele Parks aufgestellt. Viel zu viele Parks. Das waren echt zu viele Parks. Ich bin gerade extrem im Minus. Hm, okay. Ah, Erzbergwerk hast du auch. Elite-Immobilien. Okay, gibt's noch was, was ich angucken kann gerade bei dir? Was special ist, was ich den Zuschauern mal zeigen sollte? Nö. Also er hat vorher hat genau das gleiche Problem in einigen Gründen wie ich auch mit zu wenig Abnehmer, aber wenn du auch gerade zu wenige Leute hast, dann ist mir das klar. Okay, dann gehe ich wieder zu mir. Kannst du auch mal bei mir reingucken, wenn du willst. Ne. Was? Ne. Spaß. Ja, gleich. Erstmal. Freak. Was war das jetzt? Willst du wieder, dass ich mein Mikro streiche? Nö. Dann Schnauze. Nö. So. Also, das gucke ich jetzt auch mal gerade, was ich bei Fruder rausgefunden habe. Also, ich habe auf jeden Fall eine Metropole seit März. Oh, geil. Patrick. Hm? Was? Was machst du gerade? Ich probiere jetzt gerade mal aus, ob ich meine kompletten Steuern jetzt gerade mal erhöhen kann. Ich bin jetzt ganz geringe 10%, mittlere 11 und ganz hohe 12. Puh, ich bin wieder im Plus. Könnte schief gehen, ey. Ich auch mit 6.000. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich noch was bauen kann oder soll. Also ich habe jetzt, ich will jetzt mal was austesten, so habe ich komplett hoch. Die untere Einkommensschicht habe ich bei 11, mittlere bei 13 und die hohe bei 14. Und jetzt will ich mal gucken, was jetzt passieren wird. Wie viele. Du kannst sogar eine ganze Zeit lang alles komplett hoch cheaten im Grunde genommen und auf 20 Stellen ist nicht so viele liefen. Ja. Das könntest du echt machen. Also mir halt mega behindert, finde ich. Ja, schon. Probieren wir es. Nee, Spaß. Spaß. Aber bei mir schätzt sich gerade echt niemand wegen zu teuer oder was weiß ich. Und ich habe echt hochgestellt. Ja, das also. Ja, okay. Jetzt kann ich nämlich meine Parks wieder anschalten, ja. Und jetzt kann, jetzt wird nämlich hier extrem wieder ausgebaut, da kann ich sogar noch höher stellen. Was? Also Leute, ihr seht ja, ich habe jetzt hier gerade 929.821 und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Kauf dir was Schönes. Spar das für unser gemeinsames Großprojekt. Müllhalde fast. Sorry, stirb also dran. Boah, sorry Leute, also
Ich kann mich leider nicht stumm stellen, das geht nicht. Auch wenn ich jetzt über Teamspeak mich stumm stelle, wird es in Outer City trotzdem aufgenommen. Müllhalde fast voll, dann machen wir doch, dann lösen wir doch erstmal das Problem. Müllhalde. Müllwagen 8. Schon mal keine schlechte Leistung. Doch. Doch, ich bin Fuad. Ich habe immer irgendwas einzusetzen. Dazu sind wir da. Wir sind nur da, um dich zu kritisieren. Okay. Müllhalde fast voll. Sparen Sie auf eine neue Anlage. Es ist vielleicht Zeit, eine weitere Halde hinzuzufügen. Wir können natürlich den Stoff auch verbrennen, das wäre natürlich auch mal eine Idee. Auf der Straße willst du mich verarschen. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Oder auch nicht. Oder. Yes! Gymnasium bauen erstmal. Brauchst du eins? Ja. Nice. So sieht's aus. Mich wundert, dass die hier nicht meckern. Rohölzentrale, Petition zum Bau genehmigen. Wir haben gerade mal 20 Uhr, Hammerfett, und ich baue jetzt meine Rohölzentrale. Nur 37.000 kostet mich das. Zack, Junge! Zack, Junge, ich hab die Rohölzentrale. Rohöl. Rohöl. Rohöl, genau. So spricht man es nämlich aus. Rohöl. Was kann ich jetzt mit der Rohölzentrale? Keine Ahnung. Das ist viel besser, damit kannst du besser verteilen. Ja, also. Gewerbeabteilung kostet mich 400.000. Raffinerieabteilung kostet mich 400.000. They are kidding me. Aber du kriegst extrem Plus durch die Teil. Durch die Scheiße da. Gefällt mir nämlich. Unsere Grundstücke. Und ich habe nur noch einen Kredit. Ziemlich niedrig. Das heißt, ich muss Parks. Schwör mal. Ah, komm, jetzt bauen wir ein Amphitheater. Wo ist es denn? Ah, scheiße, das. Ich kann es noch nicht. So, zack. Riesenbrunnenpark, so sieht's nämlich aus. Mittlere, hohe, mittlere, hohe. Brandheiße Region, sorgen Sie dafür, dass Sie an einem Tag 50 Brände gelöscht werden. Hammer fett, Junge. Richtig Premium. Also schauen wir erstmal nach meinen Steuern für obere Einkommensschicht zu hoch. Die Steuern sind verdammt hoch, überleben Sie sich den Steuersatz zu senken. Nein. Ganze Busladungen einheimischer Sims fahren zu Los FB zum Gymnasium. So ist richtig. So sieht's aus. Was? Meine Schüler fahren zu dir, die gehen bei dir aufs Gymnasium. Finde ich gut. Ja, finde ich auch geil. Wie viele Busse hast du? Wie bitte? Vom Gymnasium. Busse? Ja. Voll, aber wir haben keine Lehrer gerade. Mir fehlt's an Lehrern. Okay. Darum weise ich jetzt weitere Wohngebiete aus, wenn ich aber Wohngebiete hätte. Alter. Das ist also zu klein. Polizeiwache geschlossen. Ohne Licht können wir kein. Ja, okay, ich weiß. Du hast keinen Strom mehr. Mhm.
Das ist beschissen. Ich überlege jetzt gerade, ob das Sonnenkraftwerk dahin knallt, aber ich glaube, das bringt weniger. Macht es nicht, Sonnenkraftwerk, schmutzt zwar die Umwelt nicht, aber ist extrem scheiße. Was hast du jetzt gemacht? Hast du immer noch Wind? Ich hab Öl. Ölkraftwerk und ich habe damit keine Probleme. Ich habe immer noch 116 Überschuss. Aber das hat dann eine extrem hohe Luftverschmutzung, ne? Nö. Natürlich. Warte. Ölkraftwerk ist eine Luftverschmutzung hoch. Ja. Luftverschmutzungskarte. Okay, nur das Ölkraftwerk, sonst aber nicht. Und nicht mal richtig schlecht, also ist es gerade mal im hellbraunen Bereich das hier. Weißt du was? Oh Patrick, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Keine Ahnung, hast du so geguckt? Ich glaube schon immer eine Stunde. Und ich würde dann auch sagen, wir machen jetzt auch mal Schluss, weil... Ja, muss ich auch. Bei mir geht es nämlich auch voll die Party. Und ich glaube, das werden wir dann in der nächsten Folge... Werde ich das dann versuchen zu fixen, wenn es wieder ist. Wir zocken SimCity für euch, also in der nächsten Aufnahme, nicht in der nächsten Folge. Hab ich mir jetzt gerade versprochen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschöne Ferien. Wunderschönen Tag wünsche ich euch nicht. Wunderschöne Ferien wünsche ich euch. Haut rein, tschüss. Tschüss.